Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Braun sucht den Glauben. Freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, Advent ist da, Weihnachten rückt immer näher und an Weihnachten feiern wir ja die Menschwerdung Gottes. Nicht Gott wurde Mensch, sagen wir. Und Jesus, der geboren wurde, ist der Sohn Gottes. Aber was heißt das eigentlich genau? Sohn Gottes, Menschwerdung, das sind ganz, ganz große Begriffe. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen dahinter blicken können. Diese Figuren hier werden mir dabei helfen und Herr Dompfarrer Armin Zürn. Hallo, Herr Zürn. Hallo, grüß Sie. Herzlich willkommen im Augsburger Dom. Dankeschön. Danke, dass Sie mir helfen bei der Suche. Wir feiern ja nächstes Jahr, habe ich gelesen, auch ein Jubiläum, und zwar 1700 Jahre das Konzil von Nicea. Das war also 325 nach Christus. Und da haben sich Theologen, Bischöfe und was weiß ich alles, Menschen immer noch gestritten, wer war dieser Jesus eigentlich? Oder was heißt es, wenn er Sohn Gottes ist? Wie muss man das verstehen? Ja. Das ist ja eine unglaublich lange Zeit, 300 Jahre danach. Wieso hat es so lange gedauert? Da war ja natürlich in den 300 Jahren nicht nichts, sondern da ist erst einmal das Evangelium aufgeschrieben worden. Dann kam eine Zeit von Verfolgung. Christliche Gemeinden sind rund um das Mittelmeer entstanden. Das hat Zeit gebraucht. Dann war es aber auch so, öffentlich sprechen schwierig in einer Zeit der Verfolgung. Es ist sehr intern. Aber Anfang des 4. Jahrhunderts wurde das Christentum legal, dann später sogar Staatsreligion. Das ist jetzt die Zeit, wo ich mich auch äußern muss, öffentlich äußern muss, wer ist dieser Jesus? Dann fragen nämlich nicht nur ein paar Christen, die sich irgendwo verstecken, sondern dann fragen auch andere aus der Gesellschaft, an wen glaubt ihr da? Das muss ich festlegen. Alles klar. Und da gab es ja ganz verschiedene auch Theorien. Und die wollen wir mal alle der Reihe nach uns ein bisschen anschauen. So, Herr Zürn, ich habe hier so ein bisschen das schon aufgebaut. Das, sagen wir mal, sind wir Menschen. Und hier habe ich mal Gott positioniert. Und jetzt gab es ja durchaus eine Theorie, die gesagt hat, ja, wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist er eigentlich gar nicht so richtig Mensch geworden, sondern er hat sich quasi nur verkleidet als Mensch. Also er hat einen menschlichen Körper nur so angenommen, ist da reingeschlüpft. Also wenn wir jetzt das mal als Jesus nehmen. Das könnte Jesus sein, ja. Würden Sie sagen, Gott will kommen. Ja. Und die Maske geht drüber. Genau, verkleidet sich sehr gut. Verkleidet sich als Mensch und irgendwann ist er wieder verschwunden. Ja, und hat dann so rumgemacht und irgendwann war er dann wieder weg. Ne, Jesus runter und Gott wieder da. Da sagt die Kirche eindeutig, nee. Warum nicht? Weil genau da das Problem liegt, bei einer Verkleidung ist es kein wirklicher Mensch, sondern das ist ja wie ein Mantel. Den ziehe ich an. Den Mantel, den ich anziehe, also den Jesusmantel, ist dann dieser Jesusmantel tatsächlich auch am Kreuz gestorben. Es ist ja nicht nur die Menschwerdung, sondern es geht auch um den Schluss. Ist dann der Jesusmantel gestorben? Und was war mit Gott? Oder ist dieser Jesusmantel von den Toten auferstanden? Das braucht er ja gar nicht, weil er ja nur ein Mantel ist. Und Gott würde separat leben. Das heißt, mit dieser Verkleidungstheorie fallen ganz viele wichtige Sachen aus der Jesusbotschaft weg. Übrigens, Herr Braun, bei diesem Konzil vor 1700 Jahren, da war auch einer dabei, der am 6. Dezember besonders gefeiert wird. Nikolaus. Nikolaus. Die Kinder kennen den ja alle. Also, der war ja Bischof. Und er war Bischof und hat dort in Nicea mit unterschrieben. Na, guck an. Also der war bei dieser Diskussion mittendrin. Knecht Ruprecht auch? Na, der war dann vielleicht doch kam eher später mit den dazu beschäftigt. Das nächste Modell, was auch viele gesagt haben, ja, dieser Jesus hier, das war ein Mensch, so wie wir auch alle. Aber er war eben Gott besonders nahe. Er hat einen besonders intensiven Bezug, Verbindung zu Gott gehabt oder besondere Fähigkeiten gehabt. Also praktisch so hier in der Mitte, sage ich mal. Da sagt die Kirche aber auch, nö, das ist es auch nicht. Warum nicht? Das ist so zwischendrin. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Man weiß nämlich nicht wirklich, was damit anfangen. Ist übrigens nicht nur eine Sache aus dem 4. Jahrhundert vor 1700 Jahren, sondern immer wieder taucht der Gedanke auf, Mensch, dieser Jesus, ist es nicht einfach ein besonderer Religionsstifter, ein besonderer Philosoph? Ein Prophet. Das ist heute noch eine Diskussion, nicht nur damals. Aber die Frage ist schon, der besondere Mensch, der kann natürlich durchaus etwas Besonderes bewirken. Der kann eine besondere Botschaft haben.
Aber kann dieser besondere Mensch tatsächlich Gott so darstellen und sein, damit er von den Toten aufersteht? Das hat ja kein Mensch, kann sein eigenes Leben verlängern. Diese Auferstehung der Toten ist eigentlich die Kernfrage, die diese Frage auftaucht. Ja, wenn Jesus auferstanden ist von den Toten, was war dann am Anfang? Das kann nicht nur ein besonderer Mensch gewesen sein. Aber es gibt doch eigentlich eine andere Frage, die finde ich ja den Kern des Ganzen. Nämlich? Jetzt ist es aber weit weg. Jetzt ist diese Kluft. Gott ist auch weit weg. Mhm. Ewig. Bei diesen kleinen, zahllosen, mittlerweile ja schon Milliarden Menschen, warum will er da überhaupt rüber? Ob jetzt irgendeine Kraft da ist, ein Zwang? Nein, warum er rüberkommen will, und das sagt die Bibel, ist die Liebe. Aus Liebe zu den Menschen will er rüber. Und das ist ja eigentlich das Unglaubliche. Das ist schon mal das erste Wunder, dass er uns mag. Gegenfrage. Warum ist es dann nicht von Anfang an so, schon so von Schöpfung an, alle zusammen mit Gott und Mensch und alles ist gut? Die Frage tauchte auch auf. Die Bibel nimmt die Schöpfungsgeschichte dafür. Aber der wunde Punkt ist eigentlich, dass alle sein wollen wie Gott. Und da klafft es auseinander. Wir Menschen, wenn wir wie Gott sein wollen, trennen wir uns von Gott. Religiös nennen wir das, die Sünde sondert ab. Und diese Trennung, die ist da eben entstanden, durch uns Menschen. Das Ideal ist tatsächlich, wir sind alle zusammen. So wird es am Ende der Zeit sein. So, Herr Zürn, jetzt kommen wir sozusagen zur Lösung. Die Kirche hat ja dann irgendwann mal gesagt, dieser Jesus hier, ne, ist wahrer Mensch, richtig Mensch, also nicht nur ein verkleideter Gott. Ja. Er ist aber auch zugleich wahrer Gott. Also nicht nur ein, und nicht nur ein besonderer Mensch. Nicht nur ein besonderer Mensch, wie wir es vorhin hatten. Theologisch ausgedrückt heißt das ja, zwei Naturen, Mensch und Gott in einer Person. Aber das geht doch nicht zusammen. Also schauen Sie mal, weil es heißt ja auch, diese beiden Naturen sind ungetrennt und unvermischt. Aber wie soll das, schauen Sie mal, also entweder ist es doch zusammen oder es ist getrennt. Also ich kann ja nicht, das haut doch auch irgendwie nicht hin. Jetzt Sie. Das stimmt. Denn das ist und bleibt ein Glaubensgeheimnis. Ich kann es nicht nachbauen, ich kann es nicht ausprobieren. Es wird kein physikalischer Versuch gelingen, dass ich Jesus in Gott reinbringe oder in die Menschen reinbringe. Das ist ein Glaubensgeheimnis. Aber ich kann sagen, warum ungetrennt? Wenn ich nämlich das getrennt hätte, dann hätte ich ja zwei Jesusse. Oder aber ich hätte zwei Götter. Und das ist das, was uns Christen ja völlig widerspricht. Der Kern ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus meint es absolut ernst. Das ist so ernst, dass er sogar als wahrer Mensch eine Familiengeschichte hat. Aber er ist auch so wahr Gott, dass er uns erlösen konnte und diesen völligen Neuanfang mit der Auferstehung, den wir Menschen nicht machen können, tatsächlich zu Wege gebracht hat. Ich kann es nicht beweisen, ich kann mit Figuren ein bisschen nachdenken, aber letztendlich ist es immer eine Glaubensentscheidung und da heißt es bei mir, will ich glauben oder nicht? Das kann mir niemand abnehmen. Und ist vielleicht auch ein Problem, dass wir da viel zu gegenständlich denken. Also allein wenn wir hier Gott so als quasi Gegenstand da so hinstellen, das... Das kann gar nicht funktionieren. Geht so gesehen gar nicht. Darum nehme ich ihn jetzt einfach mal weg. Ist Geist, ist Liebe. Und das bei den Menschen verständlich zu machen, bei einem unsichtbaren Gott, das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Aber genau diese Herausforderung stellen sich die Menschen,
die an Jesus glauben wollen und sagen, ich bin Christ, ich glaube an die Liebe Gottes. Die müssen das hier zeigen. Da entscheidet es sich letztlich. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Heiligabend komme ich bei Ihnen vorbei. Wir setzen uns in einen Tannenbaum und diskutieren das in Ruhe weiter. Auf jeden Fall, wenn Sie in den Dom kommen, brauchen Sie nicht reservieren. Wir haben immer Platz. Wir haben immer Platz. Und danach spielen wir eine Runde Mensch, ärgere dich. Gerne. Dankeschön. Ein Zugangsweg zum Glauben ist ja sicher auch die Kunst. Ich meine, ich gebe zu, die Figuren, die wir bislang benutzt haben hier in der Sendung, die waren noch nicht sehr kunstvoll. Da macht mein nächster Gesprächspartner, der Franz Hämmerle aus Windach, unweit vom Ammersee, der macht wirkliche Kunstwerke. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Franz Hämmerle ist Bildhauer, Theologe und Musiker. Einige seiner Werke kann man auch ganz offen und nah in seinem Garten bewundern. Herr Hämmerle, wir stehen hier vor einer Figur, die Sie geschaffen haben und kommen da auch gleich zu meiner Frage, eben Sie als Künstler. Was bedeutet Ihnen, wenn wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes? Zunächst, Söhne Gottes werden wir alle genannt. Belastet von der Tradition in Jesus hat aber der Urgeist, die Erwählung stattgefunden. Gott hat ihn erwählt und den Logos, den Urgeist in ihn gegeben. Also etwas ganz etwas Neues. Neues. Etwas völlig Neues. Neues. Er ist Haben Sie deswegen auch hier so dieses... Ganz genau. Die Fläche ist immer der Hinweis, dass da noch was anderes ist. Mhm. Und zwar die Spiegelung von Gott. Mhm. Diese Einheit, dass Gott, der Vater, nicht mehr seit Jesus nicht mehr denkbar war ohne Jesus und umgekehrt. Und im Nachhinein, erst von Ostern her, wurde erkannt, er war bei uns in dieser Fülle und wir haben sie nicht erkannt. Mhm. Er war der Gottessohn und die Apostel wollten immer noch den Messias, den Politischen, und haben nicht erkannt, wer da war. Und geht es nicht uns auch so, dass wir nicht seine Realität, seine Gegenwart erkennen, weil wir belastet sind? Die Bedürfnisse und alles Mögliche dringt herein und verdeckt das, was wachsen könnte. Und dann zeigt mir Franz eine zweite Jesusfigur, die er für Buddhisten in Japan geschaffen hat. Wieder diese gestaltete Fläche bei einer Gesichtshälfte, die absolute Offenheit, diese völlige Einheit mit dem Vater. Ich kann nur immer auf dem Weg sein, im Gebet, in der Meditation, mich dem Ganzen annähern. Er ist der Weg. Und die Wahrheit, und weiter kommen wir nicht. Und wie die Einheit mit ihm aussieht, mit Gott, das ist ein Geheimnis. Mhm. Mhm. Dieses Geheimnis muss man lassen. Ja. Man kann es auch dogmatisch nicht auflösen, man muss beim Geheimnis bleiben. Wie feiern Sie dieses Geheimnis konkret an Weihnachten? Konkret an Weihnachten? Natürlich im Gottesdienst, aber eigentlich in dieser Stille vor dem Geheimnis, dass da uns Gott nahe gekommen ist und wir da einen anderen Lebenshorizont haben. Mhm. Und dann eben die Freude feiern, dass wir diesen Glauben haben, diese Schönheit des Glaubens. Und Jesus gibt ja uns immer wieder die Möglichkeiten, das Schöne zu erleben, weil wir beides brauchen. Das Schöne, das Gute zu dem Schweren dazu. Und das sind ja die Barockkirchen, die den Leuten immer die Hoffnung gegeben haben, aus dieser Drangsal, aus dem Mühsal heraus. Ja. Und da sind die großen Feste immer das, was uns erhebt auf dem Weg. Das sind die Stationen. Ja. Mir schwirrt etwas der Kopf. Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee für mich? Gerne. Damit gerne. Sich das alles ein bisschen setzt. Gerne, gerne. Ja. Das Schöne. Ja. Das Schöne. Und Gute. Und Gute. Ja, das Gute und das Schöne. Ich wünsche es Ihnen in dieser Adventszeit. Und nicht so hektisch werden wie im letzten Jahr. Das tut keinem gut. Bis zum nächsten Mal.